So, Hallihallo. Heute mal zuerst ein Mini-Einkauf. Wie ihr sehen könnt, haben wir für unsere Katzen eingekauft. Das hier vorne ist Babymilch, die Dreiermilch und Windeln für den Kleinen. Dann haben wir ein bisschen Hygieneartikel. Dann haben wir Wurst und Käse mitgenommen, Cornflakes, Fleisch im Angebot. Cappuccino, dann laktosefreie Milch, normale Milch und Sojamilch. Wir haben ja zwei Allergiekinder. Der eine darf nur Soja, die andere nur laktosefrei. Genau, Nutella und Goldsaft nehmen wir nur mit, wenn es im Angebot ist. Das war wahnsinnig günstig im Moment. Ich glaube, Goldsaft 1,11 € und Nutella 1,88 €, was ja schon super günstig ist bei den Preisen im Moment. Genau, und ein bisschen Brot, also so Grundnahrungsmittel, Hauptmittel, alles was wir so, Hauptmittel. Naja, ihr habt mich schon verstanden. So ein kleiner Mini-Einkauf, weil wir sind ja gestern gerade aus dem Urlaub gekommen und wir gehen jetzt gleich noch zum Caritas-Auto und das zeigen wir euch gleich, was es da heute gibt. Für diesen Einkauf haben wir 76 € bezahlt. So, und nun waren wir beim Caritas-Auto. Beim Caritas-Auto gab es viele leckere Sachen. Und ja, da muss ich nicht viel erklären. Das meiste kennt ihr. Ein bisschen Backwaren, ein bisschen Käse, Bratwurst anstelle von Wurst, weil Wurst hatte ich heute Morgen schon mitgenommen. Genau, ein bisschen Lachs und Backwaren. Stollen war dabei und Nudeln, Brot, Obst und Gemüse. Da gibt es eigentlich immer viel, wenn man das gut einteilt und gut Salat oder Suppen macht, dann kommt man damit eigentlich relativ gut über die Runden. Runden. Genau, und dann haben wir hier noch so ein paar Brötchen, die immer noch ein paar Tage dann noch halten. Die tun wir nämlich in eine Plastiktüte, da bleiben die schön weich. Die meisten von euch werden das kennen. Und für den Einkauf haben wir jetzt am Caritas Auto 17 € bezahlt.